Herzlich willkommen auf meinem Kanal 1000 Interessen. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich zeige euch heute nur ein Kurzvideo, und zwar wie man Schuhe weitet. Und zwar kennt ihr das, wenn ihr den ganzen Tag unterwegs seid in euren Lieblingsschuhen. Und ich war da damals vor einiger Zeit jetzt da in Triest und habe mir da die Stadt angeschaut und war wirklich den ganzen Tag auf den Beinen. 9 Stunden ununterbrochen, um es genau zu sagen. Und das waren meine absoluten Lieblingsschuhe. Sie haben gut gepasst und alles. Und seit diesem Zeitpunkt sind sie mir irgendwie zu klein. Warum auch immer, sind meine Füße in der Zwischenzeit größer geworden oder was auch immer, man weiß es nicht. Ja, zumindest wollte ich es euch jetzt einmal zeigen, und zwar gibt es da einen Trick. Es gibt sehr viele Tricks auf YouTube. Hier kommt ein weiterer, und das heißt, natürlich kann man das natürlich auch bei neuen Schuhen anwenden und auch bei älteren, die dann über den Tag dann auf einmal kleiner geworden sind. Okay, gut. Und es geht jetzt, es ist eigentlich ganz einfach. Man nimmt ein Plastiksackerl, oder in diesem Fall habe ich jetzt 2 genommen ineinander, weil sicher ist sicher. Oder wer eine Katze zu Hause hat mit Katzenkistel, welches mit Plastik ausgelegt wird, kann man auch dieses nehmen, weil es einfach ein bisschen stärkeres Plastik halt ist. Ich habe jetzt da einfach 2 dünne jetzt genommen, und da fülle ich jetzt einfach Wasser ein. So, okay, es ist dicht, es hält, es tropft nichts. Da setzt einfach rein. Okay, vielleicht sollte man darauf achten, dass auch alles im Schuh landet und nicht darauf. Daneben. Okay. Genau, also einfach wirklich das schön aufmachen. Nein, das verteilt sich schön. Schön dann oben eindrehen oder auch einen Knoten machen. Gut. Ach, das ist witzig. Okay, gut. Zumindest machen wir das jetzt auch beim zweiten Schuh. Darauf achten, dass es wirklich ziemlich offen ist, ziemlich locker offen ist. Und ja, bei mir war es jetzt bis da, wo es jetzt mich gedrückt hat. Und das machen wir jetzt schön zu. Ich gebe das Ganze jetzt noch einmal in ein extra Plastik. Ja, ich weiß, aber anders geht es leider nicht. So, das Ganze jetzt noch einmal in eine eigene Plastiktüte, und jetzt damit ab ins Gefrierfach.
So, sehr schön. Dann schauen wir mal, ob der Schuh schon durch ist. Gut. Ich meine, okay, das andere Plastiksackerl muss man natürlich dann nachher nicht drüber geben über die Schuhe. Vielleicht hat er der eine oder der andere einen extra Eiskasten oder ein extra Gefrierfach oder eine Tiefkühltruhe für zu enge Schuhe zu Hause. Ich habe das jetzt nicht, von daher war mir das jetzt einfach vom hygienischen Standpunkt her einfach lieber, dass ich das jetzt noch extra geschützt habe. Okay, gut. Also, schauen wir das jetzt, machen wir das jetzt ein bisschen mal lockerer. Okay, das sieht jetzt gut aus, das war jetzt über Nacht drinnen. Kann man das auch schön entfernen. Na wunderbar, wunderbar. Also bei mir war es ja jetzt nur bis daher, weil bei mir war es auf den Seiten jetzt ein wenig zu eng. Und natürlich kann man das bis ganz nach vorne machen, das ist ganz klar. Und natürlich, wie gesagt, auch bei neuen Schuhen oder vor allem bei neuen Schuhen, weil bei mir, das war jetzt anscheinend eine extra Ausnahme, dass ein absoluter Lieblingsschuh, der perfekt gepasst hat, auf einmal zu klein geworden ist. Und das war jetzt nicht nur an den einem Tag, nein, was sich vielleicht der eine oder andere denken könnte, sondern er war dann auch noch einige Tage oder 2, 3 Wochen später. Also bis zu diesem Zeitpunkt war mir dieser Schuh zu klein. Gut, also wir haben jetzt das Eis entfernt und man sieht, mir kommt es halt jetzt vor, dass es jetzt schon einiges weiter ist. Es hat sich ausgedehnt. Ja, wie kann das sein jetzt da? Natürlich, Wasser, wenn es gefriert, dehnt sich aus. Und von daher haben wir jetzt einfach einen weiteren Schuh. Wunderbar. Perfekt. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. So, natürlich habe ich das jetzt gleich auch anprobieren müssen. Gleich testen, ob das auch wirklich jetzt besser ist. Weiter. Und ja, es ist perfekt. Es ist genauso, es ist passend, es ist nicht zu viel größer und es ist super. Ich habe wieder meine neuen Lieblingsschuhe und ja, also ich würde sagen, besser geht es nicht mehr. Ja, was man jetzt vielleicht noch dazu sagen könnte, ist, dass wenn man es aus dem Gefrierfach rausnimmt, die Schuhe, und das Eis dann rausgenommen hat, man es vielleicht noch etwas trocknen könnte, vielleicht eventuell noch etwas föhnen oder einfach auf einen Heizkörper stellen, weil es ist innen doch noch etwas kühl jetzt da, also nass jetzt nicht direkt, aber schon etwas frisch. Und ja, ist jetzt aber eigentlich auch logisch, weil es eben ja eingefroren war. Und ja, also es gäbe eigentlich auch noch eine andere Variante, die da wäre, wenn man zum Beispiel sich selbst dicke, nasse Socken anzieht und mit diesen dann in die Schuhe schlüpft und sie dadurch dann weitet. Und man diese dann im Anschluss dann noch mit einem Föhn föhnt, sodass sie dann die Form behalten. Mir persönlich ist diese Variante, ja, gefällt mir jetzt nicht so wirklich gut, weil ich das einfach irgendwie unangenehm finde, wenn ich da jetzt mit nassen Socken herumlaufen muss und mit denen in den Schuhen hineinschlüpfen sollte, damit die Schuhe dann weiter werden. Aber das finde ich jetzt eine super Variante mit dem Eis in den Schuhen, also mit dem Wasser zuerst, dann mit dem Eis. Und also, tja, ich finde es perfekt. Dankeschön.